So Leute, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon auch, Travis Scott habe ich ja, aber ich habe es schon gestern gesagt. Wetten, es kommen keine Star Wars Skins und genauso ist es leider auch für manche. Ich sage ja, zurzeit darf man wirklich kaum irgendwelchen Leaks glauben, weil derzeit ist alles, keine Ahnung. Der eine sagt das, es passiert doch nicht. Es wird auf Twitter gepostet, selbst von Fortnite aus und es passiert nicht. Aber was haben wir drin? Das komplett neue Batman Zero Paket mit dem neuen Batman. Den Trailer dazu habe ich auch schon hochgeladen. Ist ein schöner Skin an sich. Ich finde ihn nur ein bisschen zu kräftig und gefühlt irgendwie zu klein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, er fühlt sich einfach geschrumpft an. Oder was denkt ihr? Irgendwie ein bisschen klein. So, natürlich das passende Rückenaccessoire war auch dabei. Was haben wir noch in dem Paket drin? Der Batman Zero Wing. Den müsst ihr eigentlich kriegen. Dann mit dem Comic noch, wenn es mal ankommt. Dann die Greifhacke. Aha, der geht ja mehr auf den Ben. Ist okay, aber. Okay. Oh, die ist nice. Die hat was. So, dann das komplette Paket kostet 2100 V-Bucks. Dafür bekommen wir halt den Skin. Rückenaccessoire. Pickaxe, den Kleider und das Banner. Ach, das Banner soll schon den Ladebildschirm. Also für 2100 V-Bucks kann man da eigentlich weniger meckern. Dann des Weiteren haben wir drin den Wellenreiter, der gestern ja neu reinkam, mit passendem Rückenaccessoire. Also ganz ehrlich, viele meckern so ein bisschen über den Skin, aber ich bin eigentlich, finde den vollkommen in Ordnung. Also da haben wir wirklich schon schlimmere Skins gehabt. Aber wir wissen ja, Geschmäcker sind verschieden. Dann haben wir die Schlörfentine wieder drin. Auch mit passendem Rückenaccessoire. Die habe ich mir, glaube ich, damals selber gekauft. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dann haben wir Dr. Schlörfenstein drin. Oh ja, gut, das sind halt die Anfangsskins, sage ich jetzt einfach mal von Season 2 bzw. Kapitel 2. So, dann haben wir die tropfende Axt. Auch nicht verkehrt. Und natürlich Wellenreiter, erwarten wir ja schon. Dann die Gaunerin ist wieder zurück. Aber die war ja gefühlt auch schon 100 Mal im Shop. Man sieht auch bei allen komischen Cinematic-Trailer etc. immer schön die Ganovin dabei. Dann haben wir Freche Boss wieder dabei. Auch ein schöner Skin. In mehreren Varianten. Ihr seht es ja, einmal mit Mütze, einmal ohne. Dann haben wir Träumerfüße drin. Endlosrad. Jonglieren. Und schwere Schritte. So, das ist es eigentlich schon wieder gewesen im Shop. Hier die japanischen Sachen hatten wir ja schon die ganze Zeit jetzt drin. Wie gesagt, ich denke mir, die sind bis zum Wochenende drin. Mal gucken, was uns dann erwartet. Und das Schattenschlagpaket ist aber noch zusätzlich mit drin. Für 2800 V-Bucks. Aber 2800 V-Bucks. Wir bekommen 6 Gegenstände, beziehungsweise ich sage immer, wir bekommen 3 Skins, weil die Rückenaccessoires, sind wir mal ehrlich, so stark achten wir auch nicht drauf. Wie gesagt, da passen Rückenaccessoires, da der Nachtkanonier und der Schattenmechanführer. Ich meine, hier würde ich, glaube ich, wirklich von den allen 3 Skins ihn auf jeden Fall spielen. Aber ihn, ja, obwohl, wie sieht er von hinten aus? Ja, von hinten ist er wieder fresh. Ah, hier Maschine, dann mit dem Backbling. Ist nicht schlecht, also auf jeden Fall. Also für zwei, aber für 2800 V-Bucks, da würde ich halt an eurer Stelle echt hingehen. Wenn ihr Mech-Anführer schon nicht spielt, dann würde ich mir wirklich nur den passenden Skin holen, den ihr auch haben wollt. Weil ansonsten ist es einfach ein bisschen zu teuer, finde ich. Man bekommt zwar 3 Skins, um Gottes Willen, aber überlegt euch halt wirklich, spiele ich alle 3 Skins oder würde ich nur den Skin spielen? Müsst ihr halt einfach mal ein bisschen gucken. Dann ist natürlich das Manga-Paket noch drin mit den passenden Pickaxen. Und letzter Lacher-Paket hat sich irgendwie festgefressen, immer noch drin. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.